Lieber Blume, Röttgen weg, wann gibt's Neuwahlen? Ich glaube, komischerweise sind wir uns da einer Meinung. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es Neuwahlen gibt. Aber nicht, weil es sie nicht geben sollte. Eigentlich ist Merkel am Ende. Der Rausschmiss dieses Ministers zeigt das auch. Diese Regierung war von Anfang an, ehrlich gesagt, eine Fehlgeburt. Und seitdem zerbröselt sie. Jetzt hat sie einen ihrer eigenen Leute auf eine derartig kalte und krasse Weise abserviert. Mhm. Das haben wir hier schon ganz, ganz lange nicht mehr erlebt. Trotzdem glaube ich nicht, dass es Neuwahlen gibt, weil die ist sozusagen festgetackert an ihrem Stuhl. Die möchte so gerne Kanzlerin sein. Um sie herum kann alles zerfallen. Ja, die würde freiwillig niemals aufgeben. Aber in ihrer Logik müsste es doch jetzt bald Neuwahlen geben, weil auch Herr Schröder festgetackert war und irgendwann dann war halt mal gut. Was mir nur auffällt ist, und das ist jetzt echt das klassische Beispiel, es gibt eine Linke, wenn ich das sagen darf, denke, dass die Frau fertig ist und schon immer vom ersten Tag an in Wahrheit fertig war. Und alles, was passiert, wird jetzt subsumiert in oder eingefasst dann in so eine Denke, die ist ja fertig. Jetzt hat sie also Herrn Röttgen, den Umweltminister, rausgeworfen, also ist sie fertig. Wenn sie ihn nicht rausgeworfen hätten, hätten sie heute hier gestanden und gesagt, die muss ihn rauswerfen und weil sie ihn nicht rauswirft, ist sie fertig. Doch, das hätte ich nicht gesagt. Es reimt sich immer auf dasselbe. Nein. Mutti kann es nicht. Nein, sie und das, jetzt hat sie mal einmal das gemacht, was sie immer von ihr fordern. Nee, klare Kante, Führung und so weiter. Jetzt macht sie das einmal, nur ist es auch nicht recht. Jetzt, was soll sie denn tun? In der Zeit des großen Vorsitzenden Kohl hat die Presse, Teile der Presse, praktisch 15, also ich meine, der war 16 Jahre lang Kanzler. Ja. Ich glaube, 14 von diesen Jahren haben die Zeitung geschrieben, er ist am Ende und er wird morgen zurücktreten. Das weiß ich noch, das habe ich auch noch in Erinnerung. Madame ist im Jahr 7. Und deshalb sage ich Ihnen noch mal, ich glaube nicht, dass es neue Wahlen geben wird. Ich glaube nicht, dass sie zurücktreten wird. Ich sage nur, es müsste eigentlich, denn was sie uns allen zumutet, ist eine inkompetente, handwerklich schlechte, vollkommen zerrissene und sinnentleerte Bundesregierung. Und der einzige Grund, warum es keine Neuwahlen gibt, ist, dass in der CDU inzwischen einfach niemand mehr da ist, der für Neuwahlen sorgen könnte. Die sind nämlich alle abserviert und weg. Möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass es keine Opposition gibt, die kraftvoll auf Neuwahlen zustrebt, weil sie nämlich am allermeisten Angst davor hat. Weil, da müssten die drei Fragezeichen sich ja überlegen, wer das Größte unter ihnen ist. Nicht wahr? Vollkommen richtig. Also das wäre schon deutlich schwieriger. Aber noch einmal, zurück zum Fall. Mhm. Norbert Röttgen, der Umweltminister, geschreddert bei einer Landtagswahl, muss zurücktreten, beziehungsweise wird stumpf entlassen. In der Tat ein ganz, ganz seltener Vorgang, denn Merkel zeigt normalerweise nicht so gerne ihre Macht. Sie übt sie aus hinter den Kulissen, aber sie demonstriert sie nicht. Das hat sie jetzt einmal gemacht und das ist jetzt auch nicht recht. Jetzt kommt also in ihrem Sinne einer von den Inkompetenten, Röttgens in Anführungsstrichen, und fliegt raus. Das ist jetzt auch wieder nicht richtig. Noch einmal, was müsste die Kanzlerin machen, um ihr Lob zu finden? Es ist sicherlich ein super komplexes Thema. Es ist ein hoch interdependentes Verfahren. Das war ein Fremdwort. Er hat ein Fremdwort benutzt. Ja, ich habe es auch richtig geschrieben. Ja. Ja? Ich kann es nämlich reden und schreiben. Ja. Also, Atomwirtschaft, Energiewirtschaft, die Länder, die Kommunen mit den Trassen, die Bürgerinitiativen. Ich weiß, das ist wirklich kompliziert. Es ist aber liegen geblieben. Also, wie gut Röttgen immer war, offenkundig nicht gut genug, um dieses Ding durchzudrücken. Und jetzt wird er, weil er eine brutale Wahlniederlage erlitten hat, ist er nur noch halb so groß, wahrscheinlich war er nur noch ein Drittel so groß. Und kommt dann auf die zugedackelt. Kein guter Umweltminister mehr. Das ist so wie mit den Atomkraftwerken, die waren erst sicher, dann ist irgendwo am Ende der Welt was passiert. Durchsetzungsfähiger Umweltminister mehr. Unsinn. Sie müssen sich dann nur Folgendes vorstellen. Natürlich in NRW auch über Sie abgestimmt worden ist. Es ist auch über Merkel abgestimmt worden. Und das hat sie, und sie wollte ablenken davon und hat deshalb ihm, das ist wirklich der Sündenbock par excellence, sie hat ihm die ganze Schuld ihrer eigenen vergeigten Regierung aufgeladen hat ihn dann sozusagen in die Wüste geschickt und dann abgeschossen von hinten. Das ist passiert. Das ist jetzt aber wieder Allegorie-Allergie. Ich muss mich schon wieder jucken wie letztes Mal. aber das stimmt nicht. Der Röttgen hat seinen Wahlkampf gemacht, wie er ihn machen wollte. Und er hat sich nicht beraten lassen. Er hat sich von der Kanzlerin nicht beraten lassen und von seinen Freunden nicht. Und ich weiß nicht, das ist auch vollkommen okay. Sie war neunmal da. Er hat sich nicht beraten, sie war neunmal da. Und will jetzt aber sagen, sie hatte aber damit gar nichts natürlich zu tun. Hat und sie über sie ist nicht abgestimmt worden. Natürlich hat sie. Das ist total irre. Und ganz kurz eine Sache, bitte erlauben Sie mir einen Gedanken, weil den habe ich. Ja, endlich mal einen Gedanke. Warum haben die beiden das nicht vorher besprochen? Denn dass so eine Wahl verloren, bei so einer Wahl kann ja entweder gewinnt man die oder man verliert die. Sehr viele andere Möglichkeiten gibt es ja eigentlich nicht. Doch, und wenn er gewonnen hätte, wenn er gewonnen hätte, dann wäre er in Düsseldorf geblieben. Wenn er jetzt verloren hat, schmeißt sie ihn raus.
konnten die das nicht vorher besprechen? Weil wenn er vorher gewusst hätte, dass er rausfliegt, verliert, dann hätte er nämlich gleich sagen können, entweder, oh danke, den Posten will ich gar nicht als Kandidat, oder er hätte gleich gesagt, ich bleibe in jedem Fall in Düsseldorf. Sie machen sich doch nicht dümmer, als Sie nein, sind. Sie hat ihn doch total abgelenkt, das ist doch voll übel. Nein, sie hat ihn nicht abgelenkt, er hat sich vorwiegend selber die Beine gestellt. Es ist auch ein Unterschied, wie sie verlieren. Wenn der mit 32% es nicht geschafft hätte, das wäre dann ärgerlich gewesen, aber vielleicht kein Drama. Aber mit 25 nach Hause zu kommen und vor allen Dingen mit 25 nach einem Wahlkampf, von dem er recht honorig am Ende selber sagte, das war ich, das war auf mich zugeschnitten, diesen Wahlkampfstil, auch die Frage offen zu lassen, was aus mir wird, wenn ich nicht gewinne. Und jetzt geht's mit mir nach Hause. Und der ist, Sie müssen sich nur Folgendes vorstellen, das wollte ich eben sagen, bevor Sie mir so rüde, möchte ich sagen, merkelisch ins Wort gefallen sind. Er hat... Machen Sie das Nummerngirl jetzt? Sie waren neunmal da. Ja, aber es ist doch jetzt egal. Das ist doch irre zu sagen, das war sein Wahlkampf. Darf ich jetzt mal einen Gedanken, wenn ich ihn schon mal habe, zu Ende führen? Der Röttgen als Umweltminister nach dieser Wahlniederlage hätte als nächstes mit wem am Tisch gesessen, um über die Energiewende zu reden? Mit Frau Kraft? Ja. Ja gut. Hatte die den noch für voll genommen? Das glauben Sie doch selber nicht. Insofern war er nicht mehr, und jetzt kommen wir langsam endlich wieder zum Punkt zurück, war er nicht mehr wirklich durchsetzungsfähig. Also musste er da weg. Und im Übrigen... Mein Gott, da wechselt halt der Kanzler mal den Minister aus. Ist das jetzt so garstig? Ich finde das gar nicht so schlimm. Sie hat ihn nicht ausgewechselt, sozusagen. Doch, sie hat ihn stumpf ausgewechselt. Sie hat ihn rausgedreht wie eine Zündkerze und eine neue reingedreht. Das praktisch selbst in der CDU, natürlich in der CDU, dann da Leute wie Herr Bosbach sitzen und sagen, irgendwie, das ist schlechter Stil. So kann man im Prinzip nicht miteinander umgehen. Wie das zustande kommt, der einzige Haken ist doch, dass Herr Bosbach, und wenn die das Kabinett 13 Mal auswechseln würde, nie Minister wird. Das weiß Herr Bosbach auch. Und das macht jetzt auch so ein bisschen den Sound und den Trend seiner Äußerungen aus. Glauben Sie nicht? Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin... Wenn ich jetzt hier 25 Mal meinen Gesprächspartner wechseln würde und einer würde es nie werden, der würde die Sendung bestimmt schlecht finden. Die Bundeskanzlerin präsidiert über ein Kabinett von Leuten, die können Sie alle unter der Überschrift laufen lassen. Was macht eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Weil das lauter Leute sind, die praktisch nicht mehr gesehen sind. Und das ist eine Bundesregierung, die sich innerlich vollkommen entleert hat. Und die Art und Weise, wie sie diesen Mann abgeschossen hat, spricht ehrlich gesagt nicht für Führungsstärke, sondern ist ein Zeichen der Verzweiflung, um das Wort jetzt endlich mal zu benutzen, was hier die ganze Zeit gefehlt hat. Das ist ein Akt der Verzweiflung gewesen. Wieso ein Akt der Verzweiflung? Der Versuch, sich freizuschlagen, sozusagen mit einem Gewaltakt. Das ist der Versuch, abzulenken von eigenem Versagen. Und ich glaube nicht, dass die Leute ihr das vergessen werden, denn das Kümmerer-Image, ja, Mutti und so, ich glaube nicht, dass ihr das nutzt. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das sozusagen sich bei den Umfragewerten niederschlägt. Schluss mit Mutti. Weil das ist nämlich nicht mehr nett, was sie da gemacht hat. Das war richtig krass, fies. Ja gut, aber das offenkundig hat sie das in der Palette auch drauf. Und das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Und die Frage wird sein, das ist wirklich spannend, das werden erst Umfragen zeigen können, beschädigt das irgendwie das Kümmerer-Image, mit dem ja auch Frau Kraft in NRW gewonnen hat und die Kanzlerin im Zweifel auch gewinnen wird bei den, nicht Neuwahlen, aber Wahlen. Oder zeigt es, ich kann mich kümmern, ich kann aber auch führen. Und wenn es wirklich eng wird, dann setze ich mich durch und dann sage ich, wo es lang geht. Und das, glaube ich, wollen die Leute auch schauen. Sie haben eben das Stichwort Gewinnen benutzt, Gewinnen. Gewinnen. Die Bild-Zeitung hat doch einen Preis gewonnen. Letzte Woche den Nannenpreis. Den Nannenpreis hat die Bild-Zeitung auch noch nicht so oft gewonnen. Nicht den Nannenpreis, großer Journalistenpreis und so. Aber da gab es ja doch so Probleme bei der Preisverleihung. Und ich habe Ihnen deshalb auch mal einen Preis jetzt mitgebracht, weil ich wollte Blume mal auszeichnen mit so einem kleinen Pokal, weil das bei der Nannenpreisverleihung so schiefgelaufen ist, weil die Kollegen von der SZ wollten ja mit der Bild-Zeitung zusammen keine Preise annehmen und haben das. Aber das sagt was, da können Sie das Ding mit Pech übergießen und den Kollegen von der Süddeutschen schicken, denn die haben wirklich verloren. Ja, aber dass wir hier nochmal so eine Preisverleihung, die so ein bisschen würdiger ist als das letzte Mal, wollte ich Ihnen nicht. Machen Sie jetzt den Leindecker? Nein, eben. Ja. Also Sie geben ihn mir. Entschuldigung. Ja, das einzige Problem, was ich mir dann überlegt habe, ist, dass es natürlich voll übel ist, weil solange ich mit Ihnen auftrete, werde ich ja hier nie irgendeinen Preis gewinnen, oder? Das wird für mich. Oder es ist noch schlimmer, wenn wir einen gewinnen, dann muss ich ihn ablehnen. Nein, Sie müssen ihn teilen. Und das fällt den Linken natürlich schwer. Dankeschön.